Hallo liebe Leute, seid wieder ganz herzlich begrüßt zu einer weiteren Runde Foundation. Ich bin Lucida und ja, hier haben wir mal einen schönen Ort, der wahnsinnig am Wachsen ist. Wir haben mittlerweile über 200 Bewohner hier. Jeder Einzelne hat seinen Tagesablauf. Ist das nicht schön? Ja, es ist wirklich schön. Ich habe hier gerade auch den Schneider offen. Ich hatte 4 Schneidereien, was vielleicht erklärt, dass ich 500 Klamotten habe. Ein bisschen viel vielleicht. Letztes Mal haben wir schon einen Schneider pausiert und wir pausieren jetzt auch diesen hier noch. Das ist, ja genau, das ist dieser hier an der Stadtmauer. Wir pausieren den jetzt und werfen den Kollegen hier raus. Weg mit dir. So, schade nicht immer ein paar Leute übrig zu haben, weil ich glaube 2 Schneider reichen. 4 sind ja doch ein bisschen viel. Wenn nötig, kann man das immer noch reaktivieren. Ich werde jetzt die Schneiderei hier nicht abreißen, also da sind noch Klamotten drin, deswegen werde ich da nichts abreißen, aber ja, naja gut. Wir werden sehen, also das wird glaube ich eine ganze Weile reichen hier. Ja, heute wird hoffentlich unser Weinberg fertig, der wird hier schon gebaut. Könnte vielleicht noch ein bisschen dauern, aber gut, gehört zum Kloster und hat deswegen hier diese super Anzeige hier. Anna hat in die Kommentare reingeschrieben, dass der Nordhangwein doch sehr rar und deswegen auch teuer ist. Das ist ein schöner Trost. Ich habe ja lange damit rumgehadert, wo ich jetzt diesen Weinberg hinbauen soll. Hier kommt ja nicht wirklich Sonne hin. ja, ansonsten hätte ich das einfach woanders hin machen müssen. Hier einen schönen Südhang, aber dann hätte ich natürlich ewig weite Laufwege gehabt. Also liebe Leute, plant euer Kloster besser an einem Südhang irgendwie. Dann kriegt ihr das mit dem Weinberg besser hin. So. Taverne fertiggestellt. Irgendwas habe ich da gemacht. Ich weiß aber nicht mehr was. Was habe ich? Ach Gott, Stallungen. Ja, natürlich. Irgendwo müssen die ganzen Pferde ja auch unterkommen. Ja. Auch für die Pferde nur das Beste hier. Apropos Taverne. Das war eine Idee jetzt, auf die mich Valado Harris gebracht hat. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich habe im Moment nur eine einzige Taverne hier. Wie sieht das hier aus? Gucken wir ganz kurz mal drauf. Ja, es wird ausschließlich Bier verkauft. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ich habe diesen extra Anbauschuppen gebaut, um dort einen weiteren Gastraum einzurichten. Beziehungsweise eine Bedientheke, damit wir dort was verkaufen können? Wein verkaufen können, natürlich. Muss auch jemand zuweisen. Vielleicht den ehemaligen Schneider. Ja. Soweit, so gut. Koch zugewiesen, aber leider wird kein Mahl verkauft. Jedenfalls sehe ich nichts davon. Aber gut. Ja, also zurück zu Valado Harris. Der hatte gefragt, wie viele Tavernen ich habe. Und dann habe ich zum ersten Mal überlegt, wie viele? Was ist denn das für eine Frage? Natürlich nur eine. Und dann dachte ich, wieso denn nur eine? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich könnte ja auch viel mehr bauen. Ich habe irgendwie bei Tavernen immer gedacht, da brauche ich natürlich nur eine. Das ist ja schließlich ein Monument. Genau wie auch das Herrenhaus. Und die Kaserne, und da denke ich mir auch nicht, ich baue überall irgendwie neue Herrenhäuser überall auf. Aber beim Markt und bei der Kirche stelle ich mir diese Frage nicht, da habe ich mehrere von gebaut. Also warum nicht auch mehr Tavernen? Also das war echt was, wo ich einfach nicht drauf gekommen bin. Vielen Dank für deinen Kommentar an dieser Stelle. Und heute wollen wir eine neue Taverne bauen. Ich habe mir gedacht, das wird so ein Traveler's Rest. So hier am, mehr oder weniger am Ortseingang, da kommen die Leute von hier rüber zum Ort, wollen sich vielleicht aber stärken oder noch schlimmer, sie kommen von diesem Ort und machen sich auf eine weite Reise hier hinaus zu den Gräbern da auf dieser Straße, hier da haben wir diesen komischen Grabstein, ja, und da wäre es doch nicht schlecht, noch eine letzte Suppe zu essen, bevor sie dann das Territorium endgültig verlassen. Ja, also ich habe mir gedacht, wir bauen hier eine neue Taverne hin, eine zusätzliche, vielleicht gerade hier so in die Mitte. Da haben wir schon Platz für. Wobei, das nimmt dann natürlich auch wieder Wohnraum weg. Also vielleicht hinten an die Kirche. Ach, da kommt gerade, da geht auch gerade ein Händler. Ja, wohin? Hier so halb an den Hang ran. Nee, ich würde sagen, wir machen das. Aber hier ist es doch auch ein bisschen eng. Wir machen das jetzt mal hier hin. So. Sollte aufhören, immer so lange rumzumachen. So, machen wir erstmal den Mittelpunkt dahin. Oder, wie ist es denn hier? Ah, okay, bis hierher haben wir unsere Felder. Ja, komm. Her damit.
Taverne. Gut. Ein Hauptgebäude brauchen wir da. Hauptteil. Wie? Also das ist das Hauptteil? Brauchen wir das auf jeden Fall? Nee, das ist ja doof. Wir wollen das natürlich aus Stein haben. Ja, wir machen das natürlich aus Stein. Da gibt es ja Stallungen für die Reisenden. Nein, liebe Leute, nicht hinter dem Marktplatz. Wir machen das hier wirklich ganz hinten hin. Wo es nur noch einen Weg gibt, da machen wir das hin. Da. Also das wird eine schöne Gaststätte. So, richtig groß. Sehenswürdigkeit. Also das... Was das genau ist, ist mir immer noch nicht klar, aber ich setze das jetzt mal einfach. Das sollte ich vielleicht auch bei anderen Monumenten mal setzen. Einfach damit wir es haben. Und hier haben wir jetzt auch ein bisschen Platz, um das dann irgendwie weiter zu... Um das dann zu erweitern noch mit dieser Brücke und so Sachen. Also so Sachen, die ich beim letzten Mal schon angeschaut habe und einfach nicht verstanden habe. Oh, das ist hier Balkon, Terrasse, Dachluke. Brücke, ja, hier diese Brücke. Keine Ahnung. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal hier mit an. Eine Tür braucht das Ding auch noch. Ja, also wenn das nicht schön ist. So. Dann bauen wir gleich auch Stallungen dazu. Was ist das? Ach Gott, irgendeine Tränke oder was? Ach Gott, nee. Das ist süß. Ja, von mir aus noch mit dazu. Ach Gottchen, Mensch, das ist ja toll. Gehen wir das da nicht ran? Aha, so kriegen wir es ran. Ach Gott! Seht ihr das? Das ist wieder was, was mir bisher nicht aufgefallen ist, dass man das auch zusammensetzen kann. Ich trottel. Ja, dann machen wir das mal so hin, irgendwo hin, wo man es auch sieht. Das verschwindet ja schon halbwegs im Hang. Das ist ja viel zu schade. Machen wir es mal auf die andere Straßenseite von mir aus. Ja, verschwindet trotzdem irgendwie hier drin. Machen wir das doch mal so rum. So. Na gut, also das Pferd, das da reinläuft, will ich sehen. Aber gut. So, jetzt haben wir hier vielleicht auch noch ein bisschen Platz, um da auf der anderen Seite der Straße noch irgendwie ein Gebäude hinzustellen. Und dann können wir vielleicht diese Brücke da irgendwie verwenden. Das wäre doch was. Vielleicht geht es. Ich pflanze das mal einfach dahin. Keine Ahnung, was jetzt hier genau passiert, aber... Na, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Diese Brücke macht mich kirre, weil ich keine Ahnung habe, wofür die da ist und was die kann, was die macht. Na gut, dann lasse ich das erstmal. Wir müssen auch nicht gleich übertreiben hier. Aber hier so ein Schild braucht es auf jeden Fall. Unbedingt. Ah, nicht ans Dach. Mist. Echt jetzt? Da oben ans Dach? Wirklich? Ach, das ist doch doof. Ans Dach! Ich will das hier haben, an der Seite. Ja, anscheinend will er das nur ans Dach kleben. Moment mal, wie ist es denn? Wir lassen es mal ganz kurz. Wie ist es denn auf der anderen Seite hier? Wir haben ja die andere Taverne, da habe ich auch so ein Schild. Und da klebt es, glaube ich, nicht am Dach. Nee, es klebt nicht am Dach. Es klebt da, wo es hin soll. Warum ist das so, frage ich mich. Okay, probieren wir das nochmal. Wir hängen da jetzt nochmal so ein Schild hin. Aber der will jetzt auch ans Dach unbedingt. Ah, hier geht's auch daneben. Aha, vielleicht hätte ich es drehen müssen. Ach, vielleicht muss ich es einfach drehen, okay. Oh mein Gott, also das mit diesen Undock-Kugeln da ist irgendwie immer noch ein bisschen kompliziert.
So, also wir probieren das nochmal. Metallstab. Hier sind keine anderen Kugeln. Hier geht das einfach nicht. Ah, habe ich das falsch rum gebaut? Mich deucht, ich habe es falsch rum gebaut. Ah! Das erklärt die Sache leider. Da müssen wir das ganze Gebäude einfach drehen. Ah, ich trottel. Oh Gott, ups. Voll verpeilt. Falsch rum gebaut. Also ich hätte trotzdem gerne die Treppe. Geht das so? Also optimal ist das nicht. Also dann wäre der Eingang auf jeden Fall hinten und das ist natürlich auch nicht so schön. Ha. So könnten wir es mal machen, aber ich weiß nicht, ob das hinterher dann auch gut aussieht. Weil das ja so halbwegs auf die Terrasse drauf geht. Ach, wir machen das mal einfach so. So. Gucken wir uns das hier mal an. Ja, rein theoretisch könnte jetzt dann auch hier da reingehen. Ach, das ist doch nett. Ich glaube, das ist okay. Das ist ein bisschen komisch, dass da das Fenster im Weg ist. Ja, es... Ich probiere es mal ganz kurz hier. Also da passt es irgendwie nicht hin. Gut, also wenn, dann hier vorne. Meine Güte. So, also kleben wir das Ding dahin und da kommt jetzt ein schönes Gasthausschild hin. Ja, yeah, perfekt. Wunderbar. Also auf geht's. Hopp, hopp, meine Schergen. Gut, also da sind ein paar Sachen fertig geworden. Beförderung könnt ihr vergessen. Böttcherei. So, da werden Fässer hergestellt. Die brauchen wir für unseren neuen Wein. Wow, das sieht ja nett aus. Auch wieder ein sehr schönes Gebäude. Mensch. Toll. Oh, toll. Gut, also da setzen wir mal 1, 2, 3 Leute ein. Wenn möglich. Das ist erstmal bei einem. Wir haben sowieso noch keine Weintrauben. So, was haben wir noch? Markt ist fertiggestellt. Was hatte ich denn hier vor? Ungenutzt. Ich glaube, ich wollte hier noch mehr Luxus verkaufen. Wie wäre es mit Honig, liebe Leute? Ha, gut. Ja. Der Weinberg. Passiert nicht so viel. Oh, wobei. Sieht doch fast schon fertig aus, oder? Oh Gott. Man möchte sich hier gleich niederlassen. Ist das schön. Keine Anbaufläche. Ach Gott, es ist schon soweit, tatsächlich. 1 von 3 Winzern zugewiesen. Jetzt geht's los hier. Unser Nordsonnenwein entsteht. Hier nicht. Ach Gott, hier ist ja sogar festgelegt, wo wir den Wein anbauen können. Na gut, eigentlich überall. Eigentlich überall, na gut. So, das wird unsere edle Traube. Ah, perfekt. So. Mönch. Brudermönch, mach was draus. Gut. Theoretisch müsste da jetzt dann wohl auch was passieren. Irgendwann. Ah, hier haben wir auch den Holzfäller. Sehr gut. Ha. Gleich mal 2 rein. Gut, die haben ja nur die eine Aufgabe hier, einen Korridor zu schlagen, damit der Kollege hier nicht wieder da oben entlang laufen muss, was ich so schade fand. Ach Gott, da kommt schon der Mönch angewackelt. Der Weinbruder. Winzer, Level 1. Das wird bestimmt ein sehr leckerer Wein. Keine Sonne und ein absoluter Anfänger, ein Azubi quasi. Und unzufrieden ist er auch noch. Oh, das kann nicht gut werden. Ja gut. Hat nichts zu essen.
Er hat frei. Achso, er bereitet sich vor. Ja gut, den wollen wir jetzt mal kurz beobachten, wie er das hier macht mit seinem Wein. Geht her, guckt einmal auf seine Trauben und geht wieder. Ja, du machst mich krank. Na gut, also das kann ja nur noch besser werden. So, was haben wir hier? Zwei neue Dorfbewohner. Sehr schön. Ach, liebe Leute, das wird richtig schön. Captain Bird hat auch gesagt, ihm gefällt das Spiel sehr gut, was er so bei mir sieht hier. Und er würde es auch gerne selbst spielen. Und er wollte wissen, ob es sich jetzt schon lohnt, das Spiel zu kaufen oder ob man lieber noch warten sollte. Oh, Weizenfarm ist fertig. Moment. Hier. Keine Anbaufläche festgelegt. Oh. So. So, wunderbar. Ja, das Spiel spielt sich schon sehr gut. Für Early Access sieht es sehr gut aus. Ich habe es ja vor anderthalb Jahren schon mal getestet und mir angeschaut. Und da war vieles noch nicht implementiert. Vieles hat noch nicht funktioniert. Und das hat sich jetzt mittlerweile deutlich gebessert. Also alles, was man im Spiel sieht, kann man auch machen. Man kann alle Funktionen nutzen. Es funktioniert alles bis auf, ich glaube, irgendwo hat man noch... Es fehlt, glaube ich, ein Priester. Ja, theoretisch könnte man einen Priester zuweisen. Steht hier auch 0 von 1 zugewiesen, aber es geht einfach nicht. Also es ist nicht implementiert. Das ist aber das Einzige, was mir einfällt, was nicht geht. Und alles andere funktioniert. Und das Problem, das ich habe mit einer Empfehlung, ob man das jetzt schon kaufen sollte oder nicht. Ich weiß nicht, wie jetzt der Stand der Dinge ist mit diesem Early Access. Ich habe mal wieder gesucht und nichts gefunden. Ich weiß nicht, was noch an großen Updates geplant ist. Also sie arbeiten natürlich ständig an irgendwas. Zum Beispiel kommt auch das neue Interface noch rein. Soll bald erscheinen. Aber ich weiß nicht, sind wir jetzt bei 80% Early Access, sind wir jetzt bei 80% fertiggestellt oder sind wir erst bei 50% und das soll noch viel mehr kommen oder sind wir schon am Feinschliff? Also für mich fühlt es sich eher an, als wären wir am Feinschliff jetzt mit Interface und sowas und es würden dann noch kleinere Updates kommen, aber ich glaube, wir sind schon relativ am Ende des Early Access angekommen. Aber das ist nur das, was ich glaube und das hat natürlich nichts damit zu tun, was wirklich Sache ist. Also ich kann nur sagen, liebe Leute, es macht jetzt schon einen riesigen Spaß. Und wem das hier gefällt, was er hier so sieht, der kann es sich bedenkenlos kaufen. Es macht einfach Spaß. Und je mehr später noch dazu kommt, desto besser. Also, ja. Aber natürlich ist es trotzdem noch Early Access. Und wer lieber noch warten möchte, kann auch warten. Wer weiß, was noch kommt. Ja, also was auch noch ist, das ist, dass die Schafe hier noch am Schweben sind. Das ist eine der kleineren Sachen. Dafür kann man ihnen zugucken, wie ihr Fell wächst. Das ist auch sehr niedlich, wenn die geschoren werden. Da kann man ja zuschauen, wie das Fell wieder nachwächst. Da ist sogar ein Schaf gerade. Das geht sogar recht schnell. Ja, also ein sehr schönes Spiel, auch für Early Access. Gut, also es ist einfach schön, wie man hier alles so verteilen kann, wie man möchte. Diese Kornkammer hier gefällt mir so gut und jetzt gibt es hier noch eine. Oh, nicht... Gut, so, jetzt haben wir da ein paar Leute eingesetzt. Wunderbar. Jede Menge Brot haben wir auch. Oh, es wird allerdings gerade knapp an Brettern. Nicht gut. Oh, hier wird auch schon gewerkelt. Fleißig, fleißig. Kirche ist auch fertig. Mann. Das ist ja super. Da fehlt noch jemand. Ah, es fehlt wieder an Leuten. Das darf doch nicht wahr sein. Wobei, es fehlt überhaupt nicht an Leuten. Wir haben eigentlich so viel Milch hier. Oh Mann, ich bin aber echt ein Trottel. Na komm, noch ein bisschen mehr, schade nicht. Na? Wollt ihr auf die Alm? So, müssen wir halt nur noch gleich jemand zuweisen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr entspanntes Spiel. Man muss auch Geduld haben, bis mal die Sachen gebaut sind, bis man wieder Geld hat. Es ist nicht so, dass man einfach alles vollbauen könnte. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass Schönbau nicht ganz so einfach ist. Zumindest, wenn man auch mit Geld spielt.
Da muss man eben darauf achten, dass man immer das Geld hat. Aber das ergibt sich mit der Zeit, glaube ich, von alleine. Ich finde allein dieses organische Wachstum und wie sich das alles hier so ausbreitet mit ganz individuellen Abständen zwischen den Gebäuden und so weiter, das ist schon wirklich wahnsinnig toll. Also das Chaos an sich, finde ich, ist schon schön bauen. Ist halt organisch gewachsen. Und wenn es organisch gewachsen ist, also so wie die Realität auch, dann sieht es eben auch am realistischsten aus. So, da haben wir unseren ersten Bauer. Rein mit dir, ab in die gute Stube. Mehr davon bitte. Womit mal drei? Ach, das ist ja gut. Warum haben jetzt gerade noch Leute gefehlt? Hier bei dem Holzfäller. Da wollte ich noch jemanden reinsetzen. Ha, sehr gut. Natürlich müssen wir mit Holzfällern sowieso mal gucken, ob wir nicht zu wenige haben. Ja. So wenig Holz macht mir doch ein bisschen Sorge gerade. Gucken wir da mal rein. Kloster. Fertiggestellt. Das heißt, wir haben jetzt hier auch ein Weingut fertig. Beziehungsweise, wie heißt das Ding? Weinerei. Gucken wir gleich, ob wir da jemand einsetzen können. Oh. Weiß ich jetzt nicht. Wir brauchen 5 Winzer. Das heißt, ich glaube, 3, die hier das Weingut betreuen, also den Weinberg. Und 2, die das Weingut betreuen. Ja, wir haben einfach zu wenig Brüder hier. Ja, müssen wir dringend mal noch machen. Ja, ich wollte mal nach den Holzfällerlagern gucken. Da haben wir nur einen. Warum ist das so? Ach Gott, ja, der hat hier aufgeräumt. Ich glaube, den können wir auch rauswerfen. Ja, ich glaube, den werfen wir mal raus. Das reißen wir ab. So. Hier haben wir nur 2 von 3. Sechs, neun, sieben ist jetzt hier nicht drin. Ah, so ein Mist. Der soll doch da rein. Das ist ein Trottel. Dass das immer nicht funktioniert hier. Hier, bitte. 6, 6, 9, 7. Achso, ich kann mir einfach den Beruf wieder geben und er sucht sich dann irgendwie einen Arbeitsort. Hoffentlich. Ja gut, jetzt haben wir theoretisch 3 Holzfällerlager. Alle voll besetzt. Es reicht trotzdem nicht. Oh, wir könnten auch mal wieder eine Militärmission machen. Oh, haben sich alle gut erholt. Schauen wir mal. Extrem schwer. Das ist genau das Richtige für uns, würde ich sagen. Auf geht's. Auf in den Krieg. So, das sollte wirklich locker machbar sein. Auf geht's, liebe Leute. So, wo stecken sie denn? Da machen sie sich auf den Weg. Wenn sie zurückkommen, wird die neue Raststätte fertig sein. Da können sie sich gleich mal einen trinken. Schön. Oh Gott. Soldat. Ja, super. Okay.
Also, dann gucken wir mal, wie viele Leute wir noch übrig haben und ob wir jemand da noch in die Winzerei setzen können. Winzer, Level 1. Pflanzt Reben. Zeig mal her. Ach! Achso, das macht er nicht jetzt im Moment. Das ist seine Stellenbeschreibung. Okay, einen Arbeitslosen haben wir noch. Das wäre eine Female. Mal gucken, ob die da reingeht. Hä? Hm. Scheint nicht zu gehen. Genau, ich wollte das ja sowieso testen, wie das ist, ob da auch Frauen rein dürfen in das Kloster oder eher nicht. Aber es scheint nicht zu gehen, also interessant. Gut, das ist ja historisch und das ist ja auch realistisch. Gemischte Klöster gab es meines Wissens nach nicht. Naja gut, okay. Dann müssen wir gucken, dass wir wieder mal einen Mann übrig haben, dass der da in das Kloster reingeht und für unseren Wein sorgt. Und dann gucken wir mal, wo unsere Female da reinstecken. Da hätten wir noch einen Platz im Bauernhof frei. So, jetzt sind wieder alle schön versorgt. Gut, und wir warten auf die nächsten Männer, die sollen gleich ins Kloster eintreten. Ja, Leute, was ist denn mit meinem Weinberg hier? Kommt das jetzt mal hier? Ich will da mal was sehen. Achso, wir haben ja eine Ruhephase. Frechheit. Ja, na gut. Lassen wir das mal offen. Als Erinnerung. Das ist echt unglaublich. Wir brauchen ständig neue Leute. Achso, wir hatten auch irgendwie eine Beförderung irgendwann mal. Ja, die ist schon verjährt. Okay. Ah! Was haben wir denn da? Keine Ahnung, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, aber wir stecken die mal einfach da rein. Ja, weiß man nicht. Oh, wir haben sogar mehrere. Drei Frauen, die können wir jetzt hier nicht verwenden. Ist das echt so, dass wir die hier nicht einsetzen können? Das ist doch schon bitter auch. Dann lass doch die Frau hier träger werden, wie er das. Bitter. Ja, tatsächlich, der Mann kann da rein. Ah, unglaublich. Na gut, also dann. Oh, shit. Shit, wo war das denn jetzt? Nein, jetzt habe ich den einfach irgendwo rausgenommen und weiß nicht, wo das. Wo jetzt einer fehlt. Das darf nicht wahr sein. Ich bin ein Trottel, echt. Na gut, gehen wir mal die Speicher durch. Oh ja, hier fehlt auf jeden Fall jemand. So. Ja, also grundlegend, glaube ich, passt es so ungefähr mit den Lagerhäusern. Nuri hat immer gesagt, ich habe viel zu viele Produkte da drin und zu wenig Träger. Ich dachte immer, ein Produkt pro Träger müsste doch eigentlich passen. Und ich weiß nicht, ich halte mich jetzt erstmal dran, solange ich eh immer Mangel habe mit Menschen. Ja, so, ein Gesandter will irgendwas. Was willst du? Fisch. Schauen wir erstmal, wie der Bestand aussieht. Da ist er. Schwer zu erkennen. 173, ja gut. Da könnten wir ein paar loswerden, würde ich sagen. Wir haben ein goldenes Zeitalter gerade hier. Was wollen wir denn? Einfluss bei Klerus könnten wir vielleicht noch. Ja, wobei. Eigentlich haben wir alles. Ja, komm, was soll's? Wir haben so viel übrig. Was wollen wir denn so sein? Geben wir doch den Mönchen und bisschen uns ab. Also, Fische bevorraten. Wo seid ihr? Da.
Oh, da kommt auch eine Tavernenwand hinbauen bei der neuen Taverne. Ew. Da wäre vielleicht sogar sinnvoll, ist ja schließlich weit weg aus der Stadt. Da wäre es nicht schlecht, das ein bisschen zu schützen vielleicht. Haben wir da auch ein Tor? Das wäre natürlich geil. Da müssen die hier immer so ein bisschen durchlaufen. Das wäre doch toll. Ah, das wäre toll. War das mal so? Kostet ja scheinbar nichts. Gucken wir mal, ob es da ein Tor gibt. So, gibt es bestimmt. Ich meine, ich hätte mal eins gesehen. Da, Zugang und ein Bogen. Okay. Aha. 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 Wir können den Bogen direkt dran bauen. Bisschen komisch. Ha. Kommt mir komisch vor. Mach mal diese Tavernenwand immer weg hier. Okay, Rein dekorativ. Aber wofür ist das? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Wofür brauchen wir denn hier einen Zugang direkt an der, am Gebäude dran? Na gut, keine Ahnung. Vielleicht können wir hier aber die Mauer dran bauen. Nee, können wir nicht. Mach ich trotzdem. So, dann bauen wir noch so einen Zugang dahin. So, ein Tavernenbezirk. Das ist doch schön. Okay. Oh Gott. Schön. Super. So, Fisch ist fertig. Was haben wir hier? Auftrag abgeschlossen. Ja, okay, das haben wir alles. Wunderbar. Ach, liebe Leute, es ist wirklich schön. Und ich hoffe, dass sie dann auch weitermachen. Also ich könnte hier noch ewig weitermachen, wenn es hier noch mehr Gebäude gäbe, neue, die man freischalten könnte. Ich würde mich wahnsinnig freuen, darauf hinzuarbeiten. Das wird Kloster jetzt, es hat auch wirklich lange gedauert, bis ich damit soweit war, das endlich bauen zu können. Ach, die neue Brücke wird auch genutzt. Ja, hoffentlich gibt es da noch viel neuen Content. Als ich vorher für Captain Bird so ein bisschen rumgesucht habe, ob ich Informationen finde, wie es ist für den Stand des Spiels, habe ich irgendwo irgendwas gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Vielleicht auf der Kickstarter-Seite aus dem Jahr 2018. Da stand was von Naturkatastrophen, die noch implementiert werden sollen. Und da dachte ich, weiß ich nicht. Vielleicht meinen sie damit schon das Wetter oder vielleicht meinen sie es so wie in anderen Spielen, dass irgendwelche Meteoriten einschlagen oder irgendwelche Godzillas da über die Karte laufen. Ja, mal schauen, was sie sich da ausdenken. Ah, der Bruder läuft immer noch da hinten rum. Ach, guckt euch an. Er hat's bepflanzt. Das ist ja schön. Müssen wir nur noch sehen, ob das auch wächst. Das Getreide wächst ja. Das wächst ja langsam vor sich hin. Aber der Hopfen zum Beispiel, der ist immer da. Der war direkt beim Einzeichnen schon da. Ich habe einfach die Fläche eingezeichnet und da ist dann gleich das Zeug drauf entstanden. Na gut, ach Gott, das ist ja wirklich schön. Vielleicht ein bisschen klein, kann das sein? Vielleicht müsst ihr das größer machen. Kein Problem, wird gleich gekauft.
Toll. Ja. Oh, waren hilfreich. Erfolgswahrscheinlichkeit hoch. Ja gut, das Risiko gehen wir mal ein. Also, was haben wir hier? Beförderung, Militärmission und zwei neue Dorfbewohner. Schön. Dann können wir mal gucken. Regnet es gerade? Da fällt doch gerade Regen runter, oder? Oh, es ist schön. Gut, gucken wir mal, ob wir da gerade noch jemanden zuweisen können oder ob das wieder nur Frauen waren. Oh. Aha, okay. Na gut, es wird ja langsam. Ach Gott, das ist schön. Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt guck mal gerade, ob jemand schon auch Wein gekauft hat hier in dieser Taverne. Weiß man nicht. Das rechnet am Anfang immer irgendeine Weile. Komm, mach mal, gib mal her, ich will das jetzt wissen. Ah, wurde nichts verkauft, okay. Hier steht wieder nichts dabei. Nichts verkauft. So ein Ärger. Nichts verkauft. Na gut, vielleicht wollen sie. Vielleicht sind es einfach Anti-Alkoholiker hier. Vielleicht müssen sie sich erst dran gewöhnen, wie das ist, Alkohol zu trinken. Ja, gut, liebe Leute. Ich denke, wir sind schon wieder soweit. Für heute ist es Zeit aufzuhören. Ich war natürlich weiter. Nächstes Mal geht's weiter. Dann wird auch die Taverne hier fertig. Und wir können dort Wein verkaufen. Und dann bauen wir auch ein bisschen weiter an diesem Ortskern hier rum. Da kommt man schon noch einiges mehr verkaufen, denke ich. Kann man nicht irgendwo noch einen Fischer einsetzen? Ja, klar, kann man das. Wir haben zwar genügend Fisch. Aber wenn wir hier noch einen einsetzen, dann können wir das Zeug auch gleich hier verkaufen. Und das wäre auch schön. Ja, so sieht's aus. Sehr schön. Ein Gewusel ohne Ende. Eine Freude fürs Auge, wirklich. Ah, und ich wollte auch noch nach einer Burg gucken. Irgendwie kann man doch bestimmt auch eine Burg bauen. Ich habe das schon so oft gesehen. Mit runden Türmen. Eigentlich ist ja nur das hier. Das Herrenhaus, das so sowas kann. Oder danach aussieht. Nach irgendwas Burgartigem. Wir gucken nächstes Mal, würde ich sagen. Vielleicht bauen wir einfach noch ein Herrenhaus hier oben drauf oder so. Oh, was ist hier los? Ach, die Holzfäller da oben. Ja, die fällen schön vor sich hin. Ja, liebe Leute, dann macht's mal gut. Bis übermorgen. Eure Lucida.